Podcast starten. Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, sprich langsam, dann verhaspelst du dich auch nicht. Ne? Und das mache ich jetzt auch. Ne? Ich wollte euch ja zeigen, was wir auf dem Flohmarkt alles so ergattert haben. Ne? Und da haben wir natürlich einiges. Unter anderem die besagten Bierdeckel Werder Bremen. Ja? Vier an der Zahl. Klar, die sind gebraucht. Ne? Wir erwarten keine Neuware. Aber ich sag mal, für gebraucht sehen sie wirklich noch sehr gut aus. Auch von hinten. Ne? Also schön hier mit Kork. Da kann man wirklich nicht meckern. Ne? Ja, haben auch keine Glasränder oder so. Also von daher, der Preis war in Ordnung. Ne? Das eine oder andere habt ihr ja auch mitgekriegt. Ja, machen wir gleich weiter mit den nächsten Dingern, die wir da noch hatten, wo wir noch ein bisschen am Wühlen waren. Das habt ihr ja auch kurz gesehen, und zwar DLRG. Ja, DLRG Flaschenöffner. Ja. Also jetzt nichts Wildes, aber Lustiges. Ja. Das ist kurios und doch irgendwie geil. Ne? Natürlich auch noch einen dritten dazu. Und weil es so schön war, ein Hakebeck Flaschenöffner. Das soll wohl von der Segelregatta oder irgendwie sowas gewesen sein. Was da, also irgend so eine Aktion da auf der Weser, da wurden die wohl ausgegeben. Ja. Ne? Hier schön mit zwei Magneten dabei. Ganz witzig. Ne? Hier sind leider keine Magneten bei. Ne? Und so machen wir auch gleich weiter. Die haben wir schon mal wieder in Umzugskarton verbarrikadiert. Von Hongwell Caramera. Kennt ihr ja selber. 1:72. Ne? Da haben wir auch noch Glück. Also ich sag mal, das habt ihr dann nicht gesehen. Ne? Ja, da ist mit dabei ein Mazda MX-5 Softtop, BMW Z3 Cabrio, dann ein Porsche 911 Cabrio, hier Softtop, ne? BMW 3er Serie Cabrio und ein Mercedes-Benz CLK Softtop. Also, sie waren mal in einer OVP. Die OVP hatten wir auch mitbekommen, der Karton war nur leider richtig heftig lediert, also da fehlte alles. Ne? Also haben wir nur noch das Blister, die Fahrzeuge werden einzeln verkauft und schon sind alle wieder zufrieden. Gut, die Fahrzeuge sind unbespielt, also tatsächlich, deswegen habe ich die auch drin gelassen. Ne? Ja, und waren eigentlich nur irgendwo eingelagert. So dass der Karton seine Beschädigung erhalten hat. Und das war es dann auch schon. Wie gesagt, ne? Also so sind sie hier drin. Und einzeln werden sie dann auch verkauft. Ne? Wer natürlich alle kauft bei mir, der kriegt das Blister mit dazu. Ne? Muss ich ja fairerweise dazu sagen. Und schon sind alle Fahrzeuge perfekt geschützt. Also eigentlich so ziemlich. Ne? Ich meine, 100% gibt es nie. Ja, im Video habt ihr ja auch erfahren von einem New Beetle mit einer besonderen Lackierung. Und den will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und hier haben wir ihn. Er ist von Kinsmart und hat auch einen funktionierenden Friktionsmotor. Ja. Ich zeige es nur gerne. Die Räder sind nicht rissig. Klar, der Lack hat ein paar leichte Gebrauchsspuren, sag ich mal. Das bleibt nicht aus, ne? Aber schaut euch allein schon die Lackierung an. Und vorne und hinten natürlich noch ein Aufkleber dran. Von wegen hier, ne? New Beetle. Und jetzt kommt das Dach, die Haube. Und allein das ist es schon wert, ihn zu nehmen, sag ich mal. Ne? Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich sag mal, nochmal kriege ich ihn so wahrscheinlich eher nicht. Ne?
Ja, Türen lassen sich auch öffnen. Nur lenken lässt er sich nicht. Er ist im Maßstab 1 zu 32. Steht sogar drunter. Ja. Und wie gesagt, Gummiräder, aber eben nicht rissig. Ja. Und ich denke, so muss das auch sein. Ja, wie gesagt, alles hat hier seine Gebrauchsspuren. Gebraucht halt. No. Ich warte gerade noch aufs nächste und dann legen wir gleich wieder los. Und zwar haben wir hier jede Menge Kassetten, aber zuvor möchte ich euch ein Haribo Kartenspiel vorstellen. Hier ist es drin. Ja, ist so eine Aufmachung wie Skatkarten, kann man sagen. Ich hole sie mal raus. Sogar noch original verschweißt. Ja, also wirklich keine Verarsche. Hier hinter ist ja der Goldwert zu sehen. Ja. Und ihr seht, die Karten sind jetzt nicht gerade groß, aber witzig. Ja. Und so werden wir das auch belassen. Ja. Schön original verschweißt. Ja. Auch der Karton sieht noch sehr gut aus, hat bloß kleine leichte Lagerspuren. Ne? Ist halt normal. So, dann haben wir 11 Kassetten, Folge 11 und Folge 9. Wo natürlich hier bei Folge 11 dann doch die Hülle etwas stärker gelitten hat. Also, ich sag mal hier so Kratzer, ne? Schon fast Risse. Und so sieht auch die Kassette aus. Ne? Das Inlay, so. Ja. So. Sprich langsam und deutlich. Und naja, man kennt das. Egal. So, da haben wir die andere Folge. Das spiegelt alles so ein bisschen. Das lässt sich leider nicht ganz bei mir vermeiden. Ne? So hole ich hier schon das Inlay mit raus. Ja, so, das kann nur wieder mir passieren. So, das ist die Kassette. Ne? Die Kassetten sind auch zu haben. Aber, also ich sag mal, wenn sie doppelt sind, ja, bei meiner Freundin hier, ne, bei Mietzi auf dem Kanal, hier auf dem Kanal sage ich schon, auf dem Account bei eBay, da müsste ich tatsächlich jetzt nochmal nachhaken, wie die heißt. Auf Dings hier. Also bei mir wisst ihr ja Bescheid. Ford USA Probe. Ja, eBay. Und ja, da haben wir hier Folge 12. Ja. Gestatten, mein Name ist Schlegel. Teil 1 und 2. Ja. Hier sieht das eigentlich noch recht gut aus. Bis auf ein paar minimale Kratzer. Inlay. Sieht auch wieder erträglich aus und Kassette, auf der Seite hat sie ein bisschen gelitten, ne? Aber ja, das muss dann halt in Abzug gebracht werden, ne? Also ich sag mal so ein paar Pfennig bloß. Ah hier, Paglock unterstrich 40, also sprich PAGLOC-40. Ja. Da könnt ihr dann eventuell Kassetten kaufen. Also, ne, ob jetzt gerade die Folgen, weiß ich nicht. Aber sie hat im Moment ein paar drinne und noch ein paar andere Artikel. Hat sie jetzt auch selber mit angefangen und ja, freut sich dann natürlich auch, wenn sie ein paar Mark verdienen kann. Ne. Aber Preisvorschläge sollten fair sein. Ja. Also, ne, für beide Seiten. Nicht nur für eine, von wegen, ich biete mal einen Euro. Nein. Ne? So. Ne, wir wissen selber, was der ganze Bums wert ist. Und ne, dementsprechend muss es auch für beide Seiten fair bleiben. Ne? Das heißt, handeln kann man immer. Ne? Aber es sollte im Rahmen sein und nicht zu frech. So, da haben wir die Folge 10. Der blinde Passagier, Schulden und Sühne. So, die Kassette sieht doch mal wieder richtig hübsch aus. Also, ja, außer dass hier so ein bisschen gewellt ist. Das ist aber, ja, ich würde sagen, vom Werk aus, ne,
mit dieser Klebepampe, die sie da immer benutzen. Das ist das Inlay, sieht also auch noch gut aus. Kann sich sehen lassen. Na? Ja. So. Hier haben wir dann gleich unsere Problemkassetten. Da müssen wir es tatsächlich in Abzug bringen. Und zwar ist da normalerweise eine Papphülle drum. Die war aber so fest mit den Kassetten verbunden, ja, also mit den Hüllen, ne, dass die Kassetten heile nicht mehr rauszubekommen waren. Ja. Und somit mussten wir die leider zerstören, aber die Kassetten sind wenigstens noch erhalten geblieben, werden aber vorher noch Probe gehört. Ja. Nicht, dass wir hier Kassetten verkaufen, die ja, nicht mehr zu gebrauchen sind, ja, wo ihr dann nachher einen Bandsalat habt oder der Ton nicht mehr schön rüberkommt und, und. Ne? Und zwar handelt es sich um die drei Fragezeichen, Folge 150, A, B und C. Ja? A wäre Rashuras Schatz, B ist flammendes Wasser und C der brennende Kristall. So, wir fangen jetzt einfach mal an, euch zumindest schon mal die Rückseite hier so zu zeigen. So haben wir es gesehen. Ja. Und zugegeben, hier Minzi hat da nicht so drauf geachtet. Beim Kauf, dass das ja auch alles okay ist und so, weil der Preis für sie zu günstig war, und dann hat sie gesagt, okay, komm, mache ich jetzt und fertig. Ja, also quasi ein Blindkauf. Daraus hat sie aber jetzt auch gelernt und macht so einen Blindkauf nicht wieder. Ja. So was Ähnliches hatte ich auch schon mit meinen Autos hier, und ja, da bin ich froh, dass das noch einigermaßen glimpflich ausging. Ja. Gut, die Hüllen lassen sich gut öffnen. Also ich habe jetzt hier mal Folge A und die Kassette, das sind die schwarzen Kassetten. Die sind bedruckt, also haben keinen Aufkleber mehr. Was auch ganz gut aussieht soweit. Ne? Auch alle auf Null. So wie es aussieht, wurden die auch noch nicht mal gehört. Im Leben nicht. Und das könnte natürlich dazu geführt haben. Das ist das Inlay. Also ich verdecke jetzt hier wirklich gar nichts. Na, warum auch? Ja, hiermit weitere Folgenvorschläge. Na, die ganzen Sprecher und wie sie alle heißen. Natürlich haben die Hüllen entsprechend Gebrauchsspuren durch die Papphülle. Ja? Und das ist aber nichts, was jetzt zum Ausschluss führen sollte. Ja. Ich meine, wir wissen, die sind jetzt nicht ganz so hoch im Preis und entsprechend kommen wir da auch ein bisschen entgegen. Ja. Also auch wieder eine schöne Kassette, die ja, hier an der Seite hat die hier vom Player hier so ein paar Spuren. Aber ja, also die wurde scheinbar schon mal gehört. Ja, ich hoffe, dass ihr dran denkt, das dann auch zu erwähnen. Aber wie man ja sieht, die Inlays, die sehen wirklich noch sehr gut aus. Hier auch wieder ein paar Folgenvorschläge. Ja. Ich weiß nicht, warum das hier immer so gestrichelt ist, dass man es abreißen kann. Das hat mich damals schon gewundert, weil macht ja gar keinen Sinn. Ja. Man möchte ja, dass das alles in eins bleibt und fertig. Ja, und noch was. Kassetten sind im Kommen. Die kommen wieder. Das war eben übrigens Folge B. Jetzt kommen wir zu Folge C. Ja, auch hier wieder die Kassette. Mit, ja, auch wieder die gleichen Spuren. Ne? Das ist, wenn man die in den Player so rein macht und dann ran drückt,
dann entstehen hier schon mal diese Streifen an der Seite. Ne? Und das haben wir natürlich auch auf der anderen Seite. Ist ja klar, wir haben ja eine A- und B-Seite. Ne? Also, oder Seite 1 und 2. Und dementsprechend ist es auch. Ne? Jetzt gucken wir uns nochmal zusammen schön das Inlay an. Was auch noch wirklich gut aussieht, muss ich sagen. Bis auf vielleicht hier an der Stelle. Also hier so in dem Bereich. Ne? Scheint das hier nicht mehr ganz so toll zu sein. Das Inlay hier riecht auch ein bisschen modrig. Ja, wie gesagt, das müssen wir dann gucken, dass wir das dann in Abzug bringen. Ne? Dass wir da alle gut wegkommen, sage ich mal so. Ne? Also die werden günstiger als andere, definitiv. Weil da ist nicht mehr viel mit anzufangen mit den Inlays. Also zumindest mit dem einen und wegen der Außenhülle, die da noch fehlt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten hier. Das wäre ein Tischfeuerzeug. Ne? Von Cozy Berlin. Ne? Monacor. So soll das Ding aussehen. Und ob man es glaubt oder nicht. Aber es ist hier eigentlich auch schon fleißig in Benutzung. Jetzt dürft ihr mal einmal raten, warum. Na. So. In manchen von meinen Videos ist das ja auch zu sehen. Ja, da mache ich kein Geheimnis von, Leute. Na? Da muss ich mich auch nicht für schämen. Ich bin alt genug und kann selber für mich entscheiden. Na? Und sündige sonst nicht. So, und zwar ein Tischfeuerzeug. Wirklich massiv, also es ist schwer, ne? Wiederbefüllbar und wir können ja mal gucken, hier an der Seite müssen wir drücken und dann kriegen wir die Flamme, ja. Ihr seht, es kommt ein Lichtlein daher, ne? So, alles schön hier im Styropor verpackt, damit das auch schön fest sitzt. Ja. Also finde ich klasse. Ne? Ja, Schneekugel haben wir auch noch gefunden. Das war gleich zu Anfang im Übrigen. Die Schneekugel. Da hatte ich die Kamera in dem Moment gerade aus. Haben wir tatsächlich günstig gekriegt, und zwar das Eiserne Kreuz. Es sieht zumindest so aus, als wenn es das sein soll. Wer was anderes darin sieht, möge uns das bitte melden. Ja, also hier in den Kommis. Gehört übrigens zu ihr, nicht zu mir. Ich habe mit Bundeswehr ja, so viel am Hut wie eine Kuh mit Fliegen. Ne? So. Es ist so. Wobei ich ja einmal kurz da war, aber reden wir nicht drüber. Ja, das ist euch wirklich knapp entgangen, aber wer aufgepasst hat, hat auch ein bisschen was im Beutel gesehen. Na? Und zwar von Whiskas Original ein Puzzle mit Miezekatzen. Die sind wenigstens stubenrein. 500 Teile. Ja, das steht hier auch an den Seiten drauf, ne? Whiskas, darf nicht fehlen. Und aus Bremen, hinten ist natürlich nichts drauf. Ja. Noch schön original verpackt, günstig bekommen. Und vielleicht mache ich mir mal den Spaß und puzzle das irgendwann mal. Das weiß ich noch nicht. Ne? Wir müssen erstmal umgezogen sein, vor allem müssen wir dann eine eigene Wohnung wieder bekommen. Und dann kann ich da immer noch mal drüber nachdenken. Weil dann ist mehr Ruhe drin und so. Ne? Und dann läuft das. So. Ja. Und passend dazu, kurz vorher, ne, auch wieder wer aufgepasst hat, hat schon gesehen. Ne? Ein lila Karton. Kann ja nur Whiskas sein. Ja,
werden viele sagen, Scherzkeks. Ne? Da ist Katzenfutter drin. Gut. Dann sag ich, Scherzkeks. Mir fällt hier der Deckel gleich zu. Am laufenden Mann. Hier sind zwei Tassen drin. Ja. Und die Tassen, Leute. Ich meine, eigentlich sind wir doof. Wir hätten mehr mitnehmen sollen. Ne? Die hatten nämlich noch mehr davon gehabt. Aber tatsächlich habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Ist auch nicht weiter schlimm. Ja? Aber diese Tassen, das ist richtig geil, richtig schön eingraviert hier. Also wirklich kein Aufdruck, ne? Bei beiden. So, und wie gesagt, unbenutzt. Ne? Und Original Whiskas, auch wieder aus Bremen. Ne? Ja. Und die haben wir tatsächlich mal eben dort bekommen. Oh, ich glaube 2 Euro oder was haben wir bezahlt? Also nicht viel, ne? 2 Euro pro Packung. Und das pro Packung, also ne? Mit Karton drumherum. Das lassen wir auch erstmal so. Für die neue Wohnung ist das besser so. Ne? Vor allem sieht es auch schön aus. Ja. Da bin ich richtig stolz drauf. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon hier. Das reinste Trauerspiel hier. Aber ich meine, 4 Ausbeute hatten wir nicht. Aber ich kann euch bei der Gelegenheit noch mal zeigen, was ich auch noch mit reinhauen werde. Das sind zum Beispiel hier diese Zauberstäbe, ne, von Harry Potter. In dem Fall tatsächlich Harry Potter. Ne? Sein Zauberstab. Ja. Und Hermine. Da haben wir hier. Ja. Das werde ich auch noch reinhauen. Und ja. Hermione Granger. Also Hermine Granger. Ne? Klar, da gibt es auch noch hier. Habe ich aber nicht da. Ron Weasley. Albus Dumbledore und Voldemort. Ja? Also, die gibt's noch, aber nicht bei mir. Ne? Die beiden, die gibt's bei mir. Die anderen können wir woanders holen. Und fertig. Gut. Ja, von meiner Seite aus war es das dann wieder. Ne? Dachte, ich habe hier noch irgendwas, aber nö. Ne? Doch, dann, ja. Lasst es euch gut gehen, ne? Und bis zum nächsten Video, ne? Ihr wisst ja, ich bin mein bester Freund, ne? Wie Otto schon sang. Ja, und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Wissen wir aber noch nicht genau wann, ne? Ob nun gerade morgen, übermorgen oder nächste Woche, nächstes Jahr. Müssen wir gucken, ne? Weil wie gesagt, jetzt nimmt das ja mit den ganzen Veranstaltungen alles langsam wieder ab. Das heißt, wir gehen ebenfalls in den Winterschlaf, so langsam aber sicher. Und sind vielleicht nochmal beim Weihnachtsmarkt mit dabei oder so. Müssen wir gucken. Ne? Ja, also bis dahin und bleibt mir wohlgesonnen.